Hallo Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Horsehaven World Adventures. Yay, Paulinchen hat Level 15 erreicht, sein kleines dickes Pony. Ach schade, sie bekommen keine Verbesserung, Diamanten. Aber die gute wollte ich ja sowieso verkaufen, auch wenn jetzt gleich wahrscheinlich einige in den Kommentaren direkt schreiben werden. Nein, nicht Paulinchen. Ich muss mich einfach von gewissen Pferden trennen. Paulinchen bringt uns nicht so viel. Das heißt nicht so viel. Ich weiß, sie ist ultra süß. Ich mache es mir jetzt auch. Ich darf es mir nicht schwer machen. Ich muss sie direkt verkaufen. Ansonsten kriege ich das auch nicht über die, auf die Kette. Aber ich kann einfach platztechnisch nicht ein Pferd nach dem anderen sammeln, auch wenn ich es gerne würde. Es wäre schön, wenn man wirklich keins verkaufen müsste. Aber das ist leider nicht möglich, wenn ich weitermachen möchte mit Züchten und allem. Ja, Orion. Orion wird uns definitiv nicht verlassen, denn er ist die beste Jungfrau, die wir haben. So. Und dann wieder direkt mal weiter trainieren. Inrochi ist dran und Inrochi wird mit dem nächsten Level genau noch kein Level-Up haben. Übermorgen wird er Level 15 erreichen. Wen haben wir sonst noch? Shiva ist ausgelevelt, Jasmin, Sakura, das waren schon alle. Das heißt, wir verlassen die Oase und schauen jetzt in Frankreich in Deauville und in Füssen vorbei. Wir haben wieder drei Plätze frei in der Oase, immerhin etwas. Besser als gar nichts. Wie viele Diamanten haben wir jetzt eigentlich? Ach, guck mal. 375. Das ist doch bequem hier. Ist doch nett. So. Wir schauen in die Post. 8200 als Belohnung für den Stallburschen. Ihr wart wieder da, habt mich besucht und die Pferde gestreichelt. Die freuen sich immer, wenn ihr vorbeikommt. Wow. Und knapp 100.000 Münzen nochmal als Belohnung fürs Züchten. Wahnsinn hier. Wahnsinn. In der Zwischenzeit, wo ich noch am Schwärmen bin, apple ich schon mal die Wiese ab. So, heute leider keine Diamanten, aber macht nichts. Unsere Scheune ist aufgewertet. Auf Stufe 4, glaube ich, jetzt. Oder? Das kostet nochmal 166, sie aufzuwerten. Könnten wir sogar. Ich überlege gerade, ob ich es mache. Ich glaube, ich werde erstmal noch abwarten. So, ich sammle jetzt hier erstmal... Ich sammle jetzt hier erstmal rund um die Münzen ein. Die hier, die können wir noch nicht wieder... Ach, das ist schon auf der höchsten Stufe. Stimmt, ja. Stimmt, da bekommen wir ja schon unsere 400. Das hatte ich ja schon wieder ganz vergessen hier. So, wir sammeln ein. Bislang hat noch alles reingepasst. Oh, das Level, das zieht sich so. Vor allen Dingen dann, wenn man was haben möchte. In dem Fall ja die Bäume, die ich mir verdienen möchte, die es hier gibt. Weil die würde ich gerne in jeden Ort reinstellen. So, Honig. Oh, Honig. Oh, Honig. So, können wir hier ein Pferd aufleveln? Wie sieht's aus? Obelix können wir aufleveln. Und sonst, der Snowhof will ich mehr. Viking auch noch. Ja, wow. So, ich sammle hier erst noch mal ein bisschen. So. Ja, Obelix und Viking. Dann machen wir den Anfang mit Obelix. Der steht weiter links. Level 15. Auch er kann uns Diamanten bringen. Er wird mit Level 15 nicht verkauft. Denn Obelix ist unser einziger Jütländer. Irgendwie gibt uns heute kein Pferd Diamanten. Wir kriegen von jedem Pferd nur Futter geschenkt zum Level Up. Das ist natürlich doof. Das mag ich doch gar nicht. Okay. Viking. Level 12 ist Viking geworden. Wow, er könnte jetzt seine Geschwindigkeit nochmal verbessern. Macht er leider nicht. Es ist keine Krone geworden, es sind nur 800 Münzen geworden. Das ist denkbar schlechteste. Schade, die Krone wäre echt Hammer gewesen. Naja, vielleicht haben wir nochmal die Möglichkeit dazu. Müssen wir einfach mal ausprobieren. Mehr als schief gehen kann es ja sowieso nicht. So. So, und direkt nochmal 50 Erfahrungspunkte oben drauf. Das hier werden wir jetzt heute höchstwahrscheinlich nicht mehr schaffen. Obwohl, wir können ein Rennen reiten und dann haben wir es wieder drin.
Komm, wir reiten ein Rennen. Wir waren gestern in Australien unterwegs, deshalb heute gehen wir nochmal nach Japan. Es tut mir echt leid, wie gesagt, ich habe schon so oft gesagt, aber es tut mir auch wirklich leid, dass wir aktuell nur diese beiden reiten. Australien und Japan. Aber ich denke mir, bevor ich ein Rennen reite, auf das ich überhaupt gar keinen Bock habe, reite ich lieber eins dann ganz oft. So, und los geht's. Ich hoffe, ihr findet das aktuell nicht schlimm. Ja, wir reiten einfach mal überall durch. Wir haben ja noch unseren Boost. So lange verbrauchen wir ja Schild. Nicht. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt ist hier Obacht und Vorsicht nötig. Ja. Sehr gut bislang. Unser erster Ring ist auch gut durchgegangen. Unser zweiter Ring leider nicht mehr, da haben wir unser Schild schon verloren. Das ist natürlich ärgerlich. Der dritte Ring hat dafür wieder funktioniert. Jetzt kommen die ganzen Ringe hier. Jetzt muss ich mich echt zusammenreißen. Na? Ach, Käse. Jetzt kommen hier echt die ganzen Ringe. Endlich nochmal normales Hindernis. Wow, das war knapp. Okay. Aber trotz allem könnte es schlechter laufen. Zup. Jawohl. Und darüber, ja, jetzt läuft es doch schon wirklich viel, viel besser. So, das war jetzt schon nicht schlimm. Das war schon schlimmer. Ha. Ärgerlich. Komm, wir fahren mal fort. Ich habe heute Lust, das Rennen zu reiten hier. Ah, ich sollte jetzt aufpassen. Also ich sollte, wenn ich schon Diamanten rein investiere, sollte ich sie nicht einfach für nichts und wieder nichts einfach verquatschen. Wow. Hier, wir werden zum Känguru. Viel zu spät abgesprungen. Was war das denn? Eieieiei hier. Da habe ich wohl die 4 Diamanten in den Wind geblasen. Das ist natürlich blöd. Oh Gott, das war ein wahnsinns weiter Sprung. Lolita macht das schon hier. Ja, jetzt läuft's. Oh Gott. Alter, war das knapp. Jetzt läuft's gerade wieder besser. Aber ich habe für eine wirklich gute Leistung bin ich am Anfang einfach zu blöd gewesen. Da bin ich zu schlecht geritten. Nein! Okay. Das macht nichts. Wie weit haben wir es denn geschafft? 2432 Meter. Mal schauen, auf welchem Platz uns diese Leistung bringt. Aktuell Platz 3. Es ist doch in Ordnung. Also es könnte schlechter sein. Natürlich auch immer noch besser. Aber mein Gott. Mir ist es auch wirklich wurscht, ob ich da gewinne, verliere. Wie auch immer. Wir haben eine Aufgabe abgeschlossen. Eine Tagesaufgabe. Und zwar 100 Münzen zu sammeln. Wunderbar. Hey, heute könnten wir tatsächlich alles schaffen. Wir versuchen es einfach mal. 5 Honigkekse sollen wir heute verkaufen. Honig da. Ja, 5 Stück. Genau, weitere Aufgabe abgeschlossen. 15 Ranches von Freunden besuchen. Ich klicke gleich einfach mal wild durch. 10-mal auf der Ranch in Füssen füttern. Das kriegen wir doch alles irgendwie hin. Nee, warte mal. Den will ich gar nicht hier. Den können wir doch jetzt... Genau, den können wir nämlich jetzt füttern, den guten. Wir haben doch noch genug von dem Futter. Und das scheint nämlich auch noch wieder zu zählen. So, wie viel bringen jetzt die 2 davon?
222 Donnerlittchen. Das war natürlich einiges. Jetzt sind wir schon auf der Hälfte. Das ist supi. So, weiter geht es nach Deutschland. Jetzt muss ich natürlich gleich echt mal gucken. Ich könnte im Endeffekt die Leute auch besuchen. Also ich werde jetzt nicht gucken, wie die Pferde da sind. Ich werde jetzt nicht wie klassische Besuchsfolgen machen. Ich klicke einfach einmal durch und gut ist. Ich möchte jetzt einfach hier nur die Aufgabe abschließen. Yay, ein Diamant, weil ich noch nie eine Aufgabe abgeschlossen habe. Die heute ist nicht so schwer. Wobei ich weiß gar nicht, wie viele Kirschen ich sammeln muss. Ha, das hat auf jeden Fall gereicht. Das ist super. Das ist sehr, sehr gut. Genau, jetzt haben wir das ja auch abgeschlossen. Jetzt haben wir noch zwei. Komm, das kriegen wir doch hin. So. Mhm. So. Ne? Sehr gut. Wir sammeln hier in der Zwischenzeit die Münzen ein. Zack. Ach genau, das Quiz. Das können wir auch noch machen. Welche dieser Rassen können im Spiel eine silberne Mähne haben? Haflinger, Canadian, Selle, Francais. Das ist natürlich der Haflinger. Ist ja ganz... 12 Diamanten? Alter. Krass. Welche Fertigkeit im Spiel bezieht sich nicht auf Pferde? Sprung, Intelligenz und Ausdauer. Das ist die Intelligenz. Und die letzte Frage. Wissenschaftsquiz. Zu welcher Ordnung gehören die Pferde biologisch gesehen? Atriodactyla, Perissodactyla oder Sirenia? Ich weiß es nicht. Richtig geraten. Sehr cool. So, ja, was bitte 15 Freunde? Das mache ich jetzt als erstes Thema. Zählt Amy auch? Ich weiß es nicht. Ich klicke jetzt einfach mal durch. Wie gesagt, ich gehe jetzt nur bei euch auf die Ranch, um die Aufgabe abzuschließen. Seid jetzt nicht traurig, wenn das jetzt keine Besuchsfolge wird und ich wirklich nur eben mal durchswitche. Wow, hübsch aber. Um die Aufgabe abzuschließen, ich klicke jetzt ja einfach wild irgendwo rum. Jetzt haben wir schon mal einen. Jetzt brauche ich noch 14. 13. Oder muss ich auf jeder Rangers machen? Jetzt muss ich. Das sehe ich hier nicht. Ich knuddel mal lieber hier vor. Jetzt habe ich noch ein Pferd. Ja, guck mal da mal nach Deauville. Weil ich möchte euch wirklich gerne jetzt dabei haben, wenn ich heute zum allerersten Mal eine komplette Tagesaufgabe abschließe. Also die übergeordnete Aufgabe. Ich glaube, jetzt besuche ich den fünften. Guck mal da, ich habe jetzt schon die Übersicht verloren. Das ist ja mal wieder grandios hier. Es lädt natürlich sehr, sehr lange, weil wenn ich im hohen Levelbereich die Leute besuche, dann haben sie natürlich auch schon mehr abgeschlossen. Dementsprechend hat das Spiel hier mehr zu laden. Ich würde es auch gerne umdrehen können, die Suche. Dass ich als erstes die Besuche ganz niedrig sind im Level, wo das Spiel nicht so viel zu laden hat. Ich habe ja so ein bisschen die Angst, dass es gleich wieder abschmiert. Das läuft ja so unglaublich instabil aktuell. Unbekannt. Ich glaube, das ist jetzt Besuch Nummer 5 oder 6. Müssen wir gleich mal schauen. Ich hätte von vornherein mitzählen sollen. Komm, ich zähle mal gerade mit. Guck mal gerade, wie viel hier jetzt steht. Wir haben 6 von 15. Okay. Das wird unsere 7 von 15. So, ach, guck mal da, Schwarzwälder. Also 7 von 15. Das ist unsere 8 von 15. Hey, ihr helft mir alle beim Abschließen meiner Tagesaufgabe hier. Okay, 8 von 15. Da. Zack.
unseren 9 von 15. Es wird doch langsam. Ich glaube, es wird jetzt wieder eine ziemlich lange Folge dadurch. Guck mal hier, wir kümmern uns mal um das Fohlen. Dann bekommt das wenigstens ein paar Erfahrungspunkte. So. Die 9 von 15. Da ist noch gar nichts. Da. 10 von 15. Wir haben es gleich. Ja, wir haben es gleich. Wir sind schon bei der 10 von 15. Ole, ole. Und schalala. So, oh mein Gott. Hallo? Ja? Hallo? Und okay. 11 von 15. Gleich haben wir es. Haben wir noch wieder? Ja, ein Fohlen. Ich gucke jetzt immer, wenn ich irgendwo ein Fohlen sehe, wo wir gerade hinreisen, dann knuddel ich das einmal fix durch. Dann bekommt es wenigstens auch noch Erfahrungspunkte von uns. 12 von 15, by the way. Oder habe ich mich jetzt schon wieder verzählt? Nee, ich glaube nicht. Ich sollte echt mal besser aufpassen hier. Was sehe ich mit dem ganzen Gras? Tipp. 13 von 15. Ich bin ja mal gespannt, was wir gleich kriegen. Oh, ein Diamantchen. Da. So. 14 von 15. Und gleich haben wir es dann geschafft. Dann müssen wir nur noch Pferde füttern. So, hier kann ich jetzt nicht mehr großartig was machen. So. Noch ein Besuch. Aufgabe abgeschlossen. Das heißt, wir können zurück auf unsere Ranch. Der Punkt wäre damit auch abgehakt. Und jetzt fehlt nur noch einer, und zwar das Füttern. Balla, da wollte ich nicht hin. Zack. Wir sind kurz davor. 2 von 10. Wen können wir jetzt alles füttern? Wir können alle füttern, das ist krass. Wir sollten als erstes mal bei Levantina vorbeischauen. Level 3 ist sie bislang. Okay, wir geben unser Bestes, dass sie heute noch höher kommt. 49 Erfahrungspunkte, immerhin. Das heißt, jetzt immer auf 3. Okay, wir sind auf 3. Dann schauen wir jetzt bei Shadow. Jetzt sind wir auf 4. Guck mal, es gibt uns auf jeden Fall nochmal Erfahrungspunkte hier. So, dann haben wir natürlich auch noch Adesco. Der möchte 5 Möhrenmuffins. So. Ach, guck mal da, Level 11, 405 Erfahrungspunkte. Das hat sich gelohnt. Er könnte jetzt springen auf Bronze bekommen, wie passend. Denn Adesco ist ein super Springpferd gewesen. Wie gesagt, er ist ja jetzt quasi zur Ruhe auf der Weide und er bekommt tatsächlich Springen. Ja, sehr cool. Richtig nice. Okay, was sagt das denn jetzt hier? 5 von 10. Das heißt, wir müssen jetzt noch 5-mal füttern und dann haben wir eine Tagesaufgabe komplett abgeschlossen. 6 von 10. Gleich möchte sie auch noch Kirschkuchen. Also Levantina mag anscheinend Kirschen sehr, sehr gerne. Daria ist Level 15. Da will ich jetzt eigentlich kein Futter rein investieren. Obwohl, komm, 11-mal blaues Futter. Ich mein Gott, das ist für die Tagesaufgabe. Bevor wir jetzt noch ewig rumochsen und ich die Zeit einfach abwarte und aussitze, können wir sie auch füttern. Bekommt man wenigstens nochmal 43 Erfahrungspunkte dafür. So, jetzt müssten wir 8 oder so, 7 von 10. Das heißt, wir müssen jetzt noch 3-mal zum Beispiel Levantina füttern. Das müsste jetzt am schnellsten gehen. So. 2-mal. Und da ist Levantina auf Level 4. Traumhaft wäre, wenn wir sie auf Level 5 bekommen könnten.
Okay, wir kaufen ein bisschen. Wir investieren ein bisschen in unseren zukünftigen Champion. So. Nochmal 49 Erfahrungspunkte. Und mit dem nächsten Füttern sollte dann die Aufgabe abgeschlossen sein. Und da sie oranges Futter möchte, dürfte das auch ordentlich viele Erfahrungspunkte für unser kleines Fohlen geben, für unsere kleine Levantina. Oh, und sie hat grüne Augen, sie wird eine richtig hübsche. Ich habe sogar schon Ausrüstung für sie parat liegen. Komm, ich beschleunige das jetzt hier mal. Für einen Diamanten, das ist es mir wert. Guck mal, 293, damit ist sie Level 5. Yay! Wow. Wow, ist sie cool. Die ist echt richtig hübsch. Komm, wir verpassen ihr mal die Ausrüstung. So, da. Und da. Das sieht das super süß aus auf ihr. Mal ganz abgesehen, dass die Steigbügel aber mal sowas von komplett an der falschen Stelle sind. Ist alles gut. So ist doch super. Das finde ich toll. Guck mal, wie schick sie aussieht. Wow. Haben wir jetzt die Aufgabe nicht abgeschlossen oder wie oder was? Doch. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier ist die Belohnung für deine heutige Tagesaufgabe. Na toll, 19 mal Hafer. Sehr gut. Ah, ich muss das... Ach so. Na dann, ja, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. So, ja, Levantina wird jetzt zum Trainieren auf die Wiese geschickt. Ebenso Adesco und Shadow. So. Ja, und das war's dann auch von unserer heutigen Horsehaven-Folge, eine ultra lange Folge. Schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr auch das Set auf Levantina so toll findet wie ich. Ich finde es echt richtig hübsch. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge und dann gucken wir mal, was wir dann so machen auf unsere Jagd nach Level 31. Also, bis dann, ihr Lieben. Tschüss!